individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 10, 600 Höhenmeter und zwei Dosen. Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zur Folge 10. Ja, Folge 10, Jubiläum, hurra, hurra, hurra. Leider ist ja die Folge letzte Woche ausgefallen, hat einfach den Grund, weil ich ja relativ unvermittelt oder unverhofft meinem Bruder und seiner Frau beim Abräumen ihrer Hausfassade geholfen habe, weil die also eine neue Fassade bekommen und dann mussten jetzt erstmal die alten Eternitplatten runter. Und das hat natürlich etwas mehr Zeit in Anspruch genommen und deswegen ging sich das dann letzte Woche leider nicht mehr aus, dass ich den Podcast aufgenommen hätte. Wir haben aber dann am Montag, war ja dann Feiertag, haben wir eine kleine Tour gemacht durch den Kurpark in Oberla in Wien. Ist so eine kleine Familienrunde eigentlich, kann man also sehr gut mit Kindern machen. Wir haben dort insgesamt circa 6 Kilometer zurückgelegt. Auf dem Weg sind etliche Spielplätze mit ganz unterschiedlichen Spielgeräten, sehr interessante Sachen da teilweise wirklich dabei, absolut sehenswert und für Kinder natürlich eine ganz tolle Geschichte. Sehr, und ja, da kann man auch Kinder wirklich motivieren, dass sie auch gehen. Ansonsten, der Kurpark selber ist, ja, gehört eben zu der ganzen Kuranlage in Oberla, da ist eine Therme mit, ja, angeschlossenem Kurpark halt. Und in dem Kurpark kann man also auch so rein, also da muss man jetzt kein Kurgast sein, dass man in diesen Kurpark hinein darf. Und wir haben da eben eine kleine Runde gemacht. Und das Schöne in dem Kurpark Oberla ist, dass der eigentlich recht weitläufig ist und sich dadurch auch die Menschenmengen sozusagen dort sehr schnell verlaufen, also selbst wenn dort mehr los ist. Und es gibt in dem Kurpark auch einige wirklich abgelegene Winkel, wo man sich wirklich zurückziehen kann, wo eigentlich kaum jemand vorbeikommt. Einer dieser Orte ist zum Beispiel der Filmteich, der also zum Teil eines ehemaligen Filmgeländes, Filmstudios dazu gehört. An diesem See wurden eben in der Vergangenheit auch einige Filme schon gedreht. Und das ist eigentlich so ein Winkel in dem Kurpark, an dem nur sehr, sehr wenig Leute vorbeikommen. Da kann man sich also sehr schön zurückziehen, in Gedanken versinken und sich wirklich erholen. Also dort ist wirklich ruhig und da hört man nichts von der Straße, nichts vom Stadtlärm. Das ist wirklich ganz, ganz ruhig dort und es ist wirklich super entspannend. Es ist an dem Teich, findet man natürlich auch einige Wasservögel und Fische sind in dem Teich drinnen und so weiter. Also eine schöne Plattform direkt ins Wasser hineingebaut mit ein paar Bänken, wo man wirklich schön sitzen kann und über den See drüber schauen kann und wenn dann auch noch die Sonne rauskommt, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und wunderschön. Ansonsten hat man im Kurpark selber noch so verschiedene, ja ich sag mal Themengärten, also verschiedene Abschnitte, wo dann eben auch unterschiedlichste Pflanzen dann eingepflanzt werden. Momentan ist es natürlich gerade super, weil natürlich alles blüht, ist natürlich super schön und es ist eine riesen Grünfläche mitten in der Stadt, eigentlich ähnlich wie auch am Lahberg oben. Das ist eigentlich auch irgendwo das Besondere an Wien, dass es eigentlich im Vergleich zu anderen Großstädten wirklich extrem viele Grünflächen gibt. Also das ist wirklich, glaube ich, eine der Großstädte mit dem größten Grünflächenanteil weltweit. Also das ist echt faszinierend und das ist aber auch das Schöne an Wien und deswegen ist aber auch die Luftqualität entsprechend gut für eine Großstadt jetzt zumindest und auch die Lebensqualität ist eigentlich sehr hoch in Wien und das hat natürlich auch seinen guten Teil mit diesen vielen Grünflächen natürlich auch zu tun. Ja, ansonsten gibt's im Kurpark sehr weitläufige Wege, es gibt dort viele auch Wasserspiele, es gibt dort so ja Teiche, Seen, kleine Wasserfälle, Wasserterrassen, wo also das Wasser wirklich hinunterrinnt, über mehrere Stufen, mehrere Becken und so weiter. Also wirklich ganz toll angelegt das Ganze und wird eben von der Stadt Wien betreut, gepflegt und ist für jeden kostenlos zu betreten und zu nutzen. Das ist, finde ich, schon ein sehr, sehr tolles Angebot eigentlich auch.
Und wenn ihr da so mal irgendwo in der Gegend seid, ist es auf jeden Fall einen Abstecher wert. Schaut sich das an. Man kann dort wirklich viele ruhige Plätze finden und sich da wirklich gut zurückziehen. Dann ist die große Frage, wie geht's weiter jetzt hier im Podcast? Also ich möchte euch natürlich für die letzte entgangene Folge sozusagen letzte Woche entschädigen und werde jetzt diesen Podcast heute dafür ein bisschen länger machen. Morgen am Sonntag geht's auf alle Fälle nach Gaden bei Mödling auf eine nicht ganz 12 Kilometer lange Runde mit circa 600 Höhenmeter. Von dort berichte ich euch natürlich dann wieder live on Tour. Aber ich möchte euch jetzt vorher noch ein paar andere Themen vorstellen. Und das erste, was ich euch vorstellen möchte, hat jetzt eigentlich thematisch nicht wirklich viel mit individuell unterwegs zu tun. Aber ich möchte euch das trotzdem ein bisschen näher bringen, weil ich das einfach für ein sehr spannendes Projekt halte und ich das wirklich unheimlich interessant finde. Es ist ja so, dass ich sehr viele Podcasts und auch Hörbücher mir anhöre. Und da habe ich vor einiger Zeit ein Projekt gefunden und dieses Projekt nennt sich Schreib so schnell du kannst. Und wie der Titel da schon verrät, geht es dabei im Prinzip darum, dass sich da ein paar Autoren zusammenfinden, Freizeitautoren muss man dazu sagen, also die verdienen jetzt kein Geld mit ihren Geschichten, die sie schreiben. Und die produzieren gemeinsam von Zeit zu Zeit einen Podcast. Und zwar im Zuge eines sogenannten Writing Jam, also ein Schreibwettbewerb. Die Idee dahinter ist eigentlich recht einfach. Es finden sich eben mehrere Autoren zusammen, die dann über ein Wochenende eine Geschichte schreiben. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass diese Autoren alle einen Podcast haben, für den sie eben ihre Geschichten schreiben. Das heißt, die Geschichten, die sie da schreiben, erzählen sie dann später in ihrem Podcast oder lesen die vor. Und dieser Writing Jam ist eben so ein kleiner Wettbewerb, oder Wettbewerb ist vielleicht übertrieben, aber ein Versuch, eine Geschichte für ihren jeweiligen Podcast so schnell wie möglich zu schreiben. Und das Ziel ist es eben, eine Geschichte, eine Kurzgeschichte, muss man dazu sagen, über ein Wochenende zu schreiben. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass man bei diesem Prozess den Autoren eigentlich so ein bisschen über die Schulter schauen kann. Also es gibt eben während dieses Writing Jams, also solange der läuft, über dieses Wochenende, gibt es dann mehrere Podcast-Folgen. Das heißt, die setzen sich dann übers Internet mehrere Male zusammen und reden drüber, wie sie jetzt schon weitergekommen sind mit der Geschichte, um was es gehen wird und wie es ihnen halt gerade beim Schreiben auch geht und so weiter, und geben sich dann mitunter auch gegenseitig ein bisschen Tipps oder Anregungen, wenn mal einer von den Autoren irgendwo hängen bleibt und nicht wirklich weiter weiß und vielleicht einfach mal irgendwie so eine Idee irgendwie braucht in eine Richtung und so weiter. Und das kann man sich dann eben in dem Podcast anhören. Da berichten sie eben auch darüber, wie dieser ganze Schreibprozess gerade abläuft und so weiter. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass man den Autoren aber beim Schreiben auch wirklich direkt über die Schulter schauen kann. Das Ganze passiert dadurch, dass sie ihr Textdokument sozusagen, an dem sie arbeiten, wo sie die Geschichte niederschreiben, online stellen, und zwar live. Das heißt, das Ganze ist, die meisten arbeiten da mit Google Docs, und das ganze Dokument, an dem sie da eben arbeiten, wird dann zum Lesen, zum Mitlesen veröffentlicht. Und dann kann man wirklich live mitlesen, wie dieser jeweilige Autor seine Geschichte gerade schreibt. Also da sieht man dann wirklich, wie der seine Wörter eintippt. Das wird dann quasi live synchronisiert und man kann dem wirklich beim Schreiben zuschauen. Und das ist schon ein sehr interessanter Prozess, den man dann beobachten kann, weil man da natürlich auch sehen kann, wie unterschiedlich eigentlich die unterschiedlichen Leute auch arbeiten in ihrem Schaffungsprozess, in ihrem Schreibprozess. Und das finde ich eigentlich interessant, und das Sahnetüpfelchen obendrauf ist dann eben, dass man diese Geschichten dann zu einem späteren Zeitpunkt sich eben dann auch in dem jeweiligen Podcast dann anhören kann. Und das finde ich echt ein tolles Projekt und ich hoffe, da gibt's noch öfter was davon und mehr davon. Und jetzt gerade dieses Wochenende läuft eben wieder einer dieser Writing Jams, darum bin ich jetzt auf das Thema wieder gekommen. Und es sind diesmal insgesamt 4 Leute, die da teilnehmen, 4 Autoren. Und man findet das Ganze unter wj.geschichtentose.de. WJ eben für
Writing Jam. Ich stelle euch den Link dann eh auch noch in die Shownotes. Also ich verlinke euch das, da könnt ihr euch das dann alles raussuchen. Und ja, die Autoren freuen sich sicher, wenn ihr euch ihre Geschichten durchlest oder euch das einfach anhört oder zumindest einmal den Podcast Schreib so schnell du kannst euch anhört. Ja, dieses Projekt wollte ich euch einfach kurz vorstellen, weil ich das unheimlich spannend finde. Und es gibt dann in dem Zug vielleicht noch ein paar andere Podcasts, die ich euch vorstellen möchte. Zwei sind es eigentlich konkret. Der erste Podcast, der hat schon was mit auch meinem Thema hier zu tun, und zwar ist das der Luftpost-Podcast. Der Luftpost-Podcast ist ein Reisepodcast, wo der Daniel Leute einlädt, ihm über ihre Reisen zu berichten. Das heißt, die Leute sind entweder gerade irgendwo unterwegs oder waren irgendwo unterwegs in einem irgendwo im Ausland, in einem fremden Land, sei das jetzt irgendwo in Asien oder in Afrika oder Australien oder auch in Europa irgendwo. Und da berichten dann diese Leute eben über ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen und über diese Reise ganz im Allgemeinen. Und das ist immer sehr unterhaltsam und sehr interessant auch zum Zuhören. Und es wird da interessanterweise auch die Dichte und die Abfolge immer kürzer. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Also er dürfte da auch jetzt immer mehr Zuhörer auch haben und findet da ganz offensichtlich auch immer mehr Leute, die ihm eben über ihre Reisen auch berichten. Ja, mal schauen, vielleicht komme ich dann auch irgendwann mit ihm ins Gespräch über eine meiner nächsten Reisen. Vielleicht wird da auch mal was draus. Mal schauen, ob sich da mal irgendwo ein Thema ergibt, dass ich ihn dazu dann vielleicht auch mal kontaktiere. Mal schauen, was sich da so weiterentwickelt. Der zweite Podcast, den ich euch noch vorstellen möchte, ist der Podcast Hike and Seek in Verbindung mit einem zweiten Podcast von den gleichen Leuten, nämlich der Manzipod. Und diese beiden Podcasts werden produziert von zwei Leuten, die auch gerne draußen unterwegs sind. Und in diesen beiden Podcasts geht es im Grunde genommen um alles rund um Geocaching, Manzis, Instagram und wie sie alle heißen. Nicht Instagram, Ingress. Sorry, ich bringe das immer durcheinander. Also alles, was irgendwie so rund um so GPS-gestützte Outdoor-Spielereien eigentlich geht, kann man so sagen. Und das ist ein Thema, was auch mich interessiert und was ja auch hier bei mir bei Individuell unterwegs immer wieder auch zur Sprache kommt. Und da geht es zwar eher so um den deutschen Raum, wo die unterwegs sind, aber es ist trotzdem interessant, weil es da auch immer wieder interessante Hintergrundinfos eigentlich dann dazu gibt. Und was auch interessant ist, ist, dass die beiden eigentlich immer wieder einiges erzählen, auch über die aktuelle gesetzliche Situation oder rechtliche Situation in Deutschland, die scheinbar irgendwie ein bisschen problematisch ist, als wie bei uns in Österreich. Also in Deutschland gibt es offensichtlich sehr oft mittlerweile das Problem, dass also ausgelegte Geocaches deaktiviert werden müssen, weil sie eben zum Beispiel nicht abgesprochen sind mit den Eigentümern der Grundstücke und so weiter, also auch in Wäldern und so teilweise mit den Jägern da nicht abgesprochen sind und mit den Förstern nicht abgesprochen sind. Und die da scheinbar ja sehr empfindlich drauf sind in Deutschland, dass da eben im Wald dann irgendwer herumrennt und die Dosen sucht, und die wollen das da draußen offensichtlich nicht. Da dürfte offensichtlich auch bei uns in Österreich irgendwie die rechtliche Situation ein bisschen anders sein. Ich weiß nicht wie das in Deutschland ist, aber bei uns ist es ja so, dass es ein Waldgesetz gibt, wo ganz klar drinnen steht, dass der Wald von jedermann zu Erholungszwecken genutzt werden darf. Und zwar uneingeschränkt. Wobei man aber dazu sagen muss, dass Erholungszweck jetzt nicht Mountainbiken ist zum Beispiel. Das gilt nicht als Erholungszweck. Also Radfahren ist auch bei uns in den Wäldern nicht uneingeschränkt möglich und erlaubt. Aber ich darf mich zumindest zu Fuß zu jeder Zeit in einem Wald bewegen. Einzige Ausnahme davon sind zeitlich beschränkte Sperrgebiete. Und zwar gibt es da einerseits die forstlichen Sperrgebiete und andererseits die jagdlichen Sperrgebiete, die aber immer zeitlich befristet sein müssen. Also es darf keine dauerhaften Sperrungen geben.
Und da dürfte also die Situation in Österreich irgendwie ein bisschen einfacher sein. Aber es lohnt sich auf alle Fälle, bei Hike & Seek und dem Manzipod hineinzuhören, weil es einfach wirklich viele interessante Hintergrundinfos einfach auch gibt. Ja, ansonsten habe ich dann noch so ein paar andere Podcasts, die ich höre, die ich euch da jetzt, ja, die wahrscheinlich für euch jetzt nicht so interessant sind. Einer vielleicht noch, das wäre der Truckercast, der zwar jetzt mit, ja, Outdoor-Aktivitäten nicht unmittelbar was zu tun hat, aber insofern interessant und informativ ist, als dass dieser Podcast wirklich von Berufskraftfahrern produziert wird und man da einfach ein bisschen einen Einblick auch in deren Alltag kriegt. Und ja, man kommt dann schon zeitweise so ein bisschen ins Nachdenken und ins Grübeln, wenn man denen zuhört, wenn man dann bedenkt, okay, die sind das eigentlich, die da dafür sorgen, dass wir in unseren Geschäften einkaufen können, weil die bringen die Waren dorthin. Und es ist schon unglaublich, was die teilweise wirklich auf der Straße erleben. Und ja, ich selber muss sagen, ich bin ja auch relativ viel beruflich unterwegs, auch auf Autobahnen und so, und es ist schon wirklich erschreckend, was einem da alles unterkommt und ja, wie rücksichtslos teilweise die Leute sind. Also von dem her betrifft uns das ja auch alle irgendwie, und ja, den möchte ich euch da auch noch ganz kurz ans Herz legen. Ich werde euch auf alle Fälle die Links zu den drei Podcasts in die Shownotes stellen. Das auf alle Fälle. Und jetzt möchte ich euch noch ganz kurz, ja, ein bisschen Eigenwerbung rüberbringen. Und zwar, wisst ihr vielleicht oder auch nicht, keine Ahnung, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es gibt ja neben meinem Podcast Individuell Unterwegs auch noch ein paar Blogs, die ich betreibe. Konkret sind das eigentlich drei Blogs. Das ist zum einen der sozusagen Hauptblog zu meiner Homepage, wo ich eigentlich versuche, immer alles, was irgendwie in meinen anderen Blogs und auch auf unserem Freizeitportal irgendwie passiert, irgendwie zusammenzufassen und dann dort einfach zu verlinken. Das heißt, das ist so eine Art Sammelfeed eigentlich. Und dann gibt's noch zwei andere Blogs, die ich habe, und zwar sind das einmal die Reisetagebücher. Und die Reisetagebücher werden immer dann aktiv, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Also wenn wir irgendwo eine Reise machen, wenn wir irgendwo weg sind, dann versuche ich dort eben so eine Art Live-Tagebuch online zu schreiben. Das sind dann eben die Reisetagebücher. Ich werde es in Zukunft auch so machen, dass ich das dann auch hier im Podcast immer ankündigen werde, wenn es also wieder mal losgeht. Wenn wir dann wieder mal irgendwo unterwegs sind, dann gibt es den Verweis eben hier im Podcast auf die Reisetagebücher. Aktuell gibt's dort die Tagebücher zu einer Reise, nämlich zu unserer Montenegro-Reise. Und ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant zum Lesen, weil Montenegro ja doch ein eher ungewöhnliches Reiseland ist, zumindest im Moment noch, und auf alle Fälle aber einen Besuch wert ist. Und ja, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen mit diesen Reisetagebüchern auch ein bisschen Anregung geben, sich auch mal nach anderen Ländern umzuschauen, als wie den klassischen Urlaubsländern, die, wo wir halt immer so hinfahren, ne? Ja, und der dritte Blog, den ich euch dann noch vorstellen möchte, ist mein Ausrüstungscheck. Den, muss ich zugeben, habe ich in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt, was aber einfach, ja, Zeitgründe hat. Im Ausrüstungscheck geht es im Prinzip darum, alles Mögliche an, ja, Ausrüstung eben vorzustellen, auch so mit ein bisschen in Richtung Testberichte und Erfahrungsberichte zu geben. Da ist momentan alles Mögliche drinnen. Also es ist sowohl Fotoequipment drinnen, als auch Outdoor-Equipment, also was weiß ich, GPS-Empfänger und solche Sachen sind da auch drinnen. Ich möchte auch versuchen, in der nächsten Zeit das wieder, diesen Blog wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Also er ist nicht tot, er ist nur momentan ein bisschen auf Pause geschalten, aber ich hoffe, dass ich da in den nächsten Wochen wieder Gelegenheit finden werde, da mal wieder einen Artikel zu veröffentlichen. Ein, zwei sind ja schon in Vorbereitung, sind auch schon angefangen, aber halt noch nicht fertig und deswegen auch einfach noch nicht online geschalten. Aber auch da wird es irgendwann in den nächsten Wochen hoffentlich wieder weitergehen. Jo, so viel mal bis hierhin zu meinen aktuellen Projekten, die ich so habe. Ein Projekt, was ihr vielleicht auch von unserem Freizeitportal, also unserer Haupthomepage, vielleicht schon kennt,
ist der Umbau von einem alten Militär-LKW Type Steyr 12M18 auf ein Wohnmobil. Das ist auch so ein Projekt, was irgendwie seit letzten Herbst so ein bisschen im Winterschlaf liegt und irgendwie bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen, das wieder aufzunehmen heuer. Möchte ich aber auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall wieder was machen dabei und ja, werde euch dann auch da im Podcast vielleicht mal wieder ein bisschen drüber berichten. Wenn es sich ergibt, zumindest dann, wenn einmal vielleicht die Lackierung endlich einmal fertig ist. ansonsten werde ich jetzt dann am Sonntag erstmal die Tour machen und werde euch dort natürlich dann wieder den Live-Bericht von der Tour direkt geben. Werde also dort direkt aufnehmen oder werde es zumindest versuchen, weil, ja, mal schauen, wie das Wetter ist. Ich hoffe, dass es nicht allzu windig ist. Wenn es nicht allzu schlimm ist mit dem Wind, dann werde ich auf jeden Fall live aufnehmen. Ansonsten gibt es natürlich den Bericht hinten nach aus dem Studio, auch ganz klar. Jo, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal an dieser Stelle von euch und dann geht es dann gleich weiter mit dem Bericht von meiner Tour in Garden bei Mödling. Mittlerweile ist es Sonntag, der 26. Mai 2013. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr und ich bin, wie angekündigt, unterwegs nach Garden in der Nähe von Mödling. Und von dort werde ich jetzt dann meine Tour starten über den Anhänger, beziehungsweise eigentlich einen Nebengipfel des Anhängers, nämlich den Eschenkogel. Vom Eschenkogel geht es dann weiter auf den mittleren Otter, dort dann hinunter und um den vorderen Otter herum wieder zurück nach Garden. Die Tour hat knapp 12 Kilometer, ist also eher was Kürzeres, aber dafür 600 Höhenmeter. Also der Aufstieg hinauf auf den Anhänger ist bekanntlich sehr steil. Also der Anhänger hat relativ steile Flanken, eigentlich auf allen Seiten. Also der Aufstieg wird konditionsmäßig einiges abverlangen. Und auf der Strecke liegen dann auch noch ein paar Dosen versteckt. Die habe ich mir gestern mal auf der Geocaching.com Homepage herausgesucht und sowohl auf mein GPS als auch auf mein Handy übertragen. Das heißt, es wird heute mal wieder eine kleine Dosensuche geben, auch in Verbindung mit der Wanderung. Jo, ich fahre jetzt mal nach Garden und werde mich dann von unterwegs, von der Strecke, wenn ich dann schon zu Fuß unterwegs bin, wieder melden. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den ersten Cache schon gefunden und zwar ist das der Steinwandel Reloaded, der, wie sein Name schon vermuten lässt, am Fuß von einem Felsabbruch, also an einer Steinwand, liegt. Gut versteckt, aber trotzdem leicht zu finden. Es ist eine schöne große Dose, es ist ein Regular. Das heißt, man kann da auch schön Gegenstände tauschen und so weiter. Das ist irgendwie mittlerweile ja schon ziemlich selten geworden, eine Dose in der Größe. Von dem her bin ich natürlich ganz froh, dass es das mal wieder gibt. Ich bin jetzt mitten im Hauptanstieg und werde mich jetzt weiter in Richtung Anhängerhaus kämpfen. Ja, es sind also 2 Kilometer bin ich schon gegangen. Und
sind jetzt ungefähr 60, 20, ja, 150 Höhenmeter in etwa, die ich jetzt schon hinter mir habe. Ich werde mich jetzt weiter hochkämpfen auf dem Anhänger und werde jetzt mal in Richtung Anhängerhaus und Jubiläumswarte gehen. Bei der Jubiläumswarte liegt dann auch die nächste Dose. Mal schauen, ob ich die dann wieder finde. Ich hoffe es. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rauf und werde mich dann, wenn ich bei der Jubiläumswarte bin, wieder melden. So, die Jubiläumswarte habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Die Dose mit dem Namen Nervenkitzel am Anhänger ist auch gefunden. Ich bin jetzt schon unterwegs zum mittleren Otter. Das heißt Richtung Hinterbrühl und den Anhänger wieder hinunter. Es ist heute echt extremst windig. Das hat man vor allen Dingen auf der Warte oben sehr stark gemerkt, weil die Warte schaut oben über die Baumwipfel drüber und da ist der Wind echt ziemlich massiv drüber gefahren, da oben. Nichtsdestotrotz ein erfolgreicher Fund der Dose und eine schöne Panoramaaufnahme ist mir da auch gelungen. Die stelle ich euch natürlich dann auch wieder unten in die Shownotes dazu. Ja, ich bin jetzt auf einem schönen schmalen Waldweg, ein schöner Pfad, mitten durch den Naturpark Föhrenberge. Und genieße jetzt mal das Stück bergab. Und werde mich dann später irgendwo von der Strecke wieder melden. Also den ersten Abstieg von der Jubiläumswarte habe ich jetzt schon mal hinter mir. Allerdings muss ich sagen, für das, dass das ein markierter Weg ist, war der ganz schön zugewachsen. Also teilweise waren da echt die kleinen Bäume wirklich quer über den Weg schon drüber. Also entweder gehen denn wirklich überhaupt nur sehr, sehr wenig Leute diesen Weg. Oder keine Ahnung, wieso das sonst so ist. Auf jeden Fall könnte der das mal vertragen, wenn er mal wieder ein bisschen ausgelichtet werden würde. Sprich, zumindest die Äste von den Bäumen ein bisschen gestutzt, dass man wieder vernünftig durchgehen kann. Andererseits hat es natürlich schon so ein gewisses Abenteuerfeeling, wenn man da so quasi urwaldmäßig quer durchs Gestrüpp geht, obwohl es ein markierter Weg ist. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon wieder einige Höhenmeter herunten. Das waren jetzt sicherlich auch schon wieder so um die 100 Höhenmeter, was ich jetzt schon mal zurückgelegt habe wieder auf den letzten 1,5 Kilometern. Und bin jetzt nach wie vor unterwegs Richtung Hinterbrühl und Mittlerer Otter. Bin jetzt aber wieder auf einem schönen Waldweg. So ein bisschen ein Hohlweg ist das da jetzt. Da sind auch die Markierungen eigentlich sehr frisch. Und da ist auch nichts mehr zugewachsen oder irgendwas in die Richtung.
Da kann ich jetzt wieder wirklich schön gehen. Ja, und das werde ich jetzt noch machen. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen den Weg genießen. Es geht nach wie vor bergab, allerdings nicht mehr ganz so steil. Und jo, werde mich dann später entlang der Strecke wieder melden für euch. Die Hinterbrühl habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Ich bin jetzt schon unterwegs auf der blauen Markierung Richtung Gaden. Also sozusagen zurück zum Auto. Habe jetzt noch circa 2,5-3 Kilometer zu gehen. Es wird Gott sei Dank ein bisschen wärmer jetzt mittlerweile. Die Sonne ist schön heraus. Die Wolken putzen sich auch schon langsam aus. Also schauen wir mal, das Wetter dürfte jetzt schon langsam wieder ein bisschen besser werden. Aber auch der Weg ist jetzt zum Teil wieder ganz schön verwachsen. Ich muss da immer wieder diversen Sträuchern ausweichen und ja, ist zum Teil gar nicht so einfach. Aber es ist ein abenteuerlicher Weg. Man könnte auch sagen wildromantisch. Jo, auf alle Fälle werde ich jetzt das erste Stück nach Gaden noch hinter mich bringen und werde mich dann wieder bei euch melden, wenn ich beim Auto zurück bin. So, ich bin wieder zurück beim Auto, habe also die Tour jetzt fertig, bin den letzten Abschnitt gegangen durch ein Wildgehege, das ganz offensichtlich den Fürsten von Liechtenstein gehört, ist aber sehr schön zum Gehen, sehr ruhig und ein wirklich schöner Weg. Dann ging es ein kurzes Stück durch die Ortschaft nochmal durch und dann wieder ab in den Wald. Und über den Wienerwald-Verbindungsweg 444 dann zurück nach Gaden. Das Ganze waren jetzt in Summe laut GPS 12,7 Kilometer. Nachdem da aber sicherlich einige Stillstandssprünge drinnen sind, von der Dosensuche her, wo das GPS herumgesprungen sein wird, ja, werden es ziemlich genau 12 Kilometer gewesen sein, was ich gegangen bin. Durchschnittsgeschwindigkeit war über die ganze Strecke 3,5 Stundenkilometer und die mittlere Geschwindigkeit rein in Bewegung war irgendwas bei 4,9, glaube ich. Also ganz okay für das Geländeprofil über den Anhänger drüber. Von der Streckenanforderung her ist auf alle Fälle zum Sagen, Kondition ist auf alle Fälle Voraussetzung. Speziell für den Abschnitt über den Anhänger hinauf, da wird man doch ganz schön gefordert. Das geht schon ganz schön an die Kraft. Ansonsten der Rest der Strecke, wenn man den Anhänger mal hinter sich hat, ist eigentlich dann sehr gemütlich. Da sind dann keine wirklich nennenswerten Steigungen mehr drinnen. Familiengeeignet, würde ich mal sagen, ist die Strecke nur bedingt. Also, ja, mit Kindern mit 10, 12 Jahren wird es wahrscheinlich schon gehen, aber mit kleineren Kindern würde ich die Strecke eher nicht machen. Schon alleine deswegen, weil eigentlich keine Spielplätze am Weg sind. Das Einzige, ja, was irgendwie ein Highlight sein könnte für kleinere Kinder, ist eigentlich die Jubiläumswarte. Ansonsten sind das halt wirklich Wanderwege, ohne größere Spielmöglichkeiten oder irgendwas in der Richtung. Von
der Bevölkerung her, von der Strecke her, muss ich sagen, war es eher die meiste Zeit eher gering. Also wirklich viele Leute habe ich eigentlich unterwegs nicht getroffen. Die einzigen zwei Punkte oder Abschnitte sind einerseits bei der Jubiläumswarte oben, wo ein bisschen mehr los war. Und dann das letzte Stück dann zurück, weil es halt sehr ortsnah natürlich ist und da viele Spaziergänger und auch Gassigeher mit den Hunden unterwegs sind. Da ist dann ein bisschen mehr los, aber über den Großteil der Strecke bin ich eigentlich komplett alleine gegangen. Also von dem her sicherlich auch eine Strecke, die zum Abschalten gut geeignet ist. Jo, so viel einmal zur Tour über den Anhänger. Ich werde jetzt mal heimfahren und werde mich dann nachher von daheim nochmal ganz kurz melden und werde euch dann noch so einen kleinen Ausblick geben, was sich so in der nächsten Zeit hier bei Individuell unterwegs so tun wird. Ich habe da ein paar Themen noch in der Warteschlange und die werde ich euch jetzt dann noch kurz vorstellen. Jo, dann würde ich sagen, bis nachher. Willkommen zurück im Studio. Jo, ich bin jetzt schon wieder daheim und haben jetzt auch schon ein gutes Mittagessen hinter mir. Und ich habe euch ja einen Ausblick versprochen. Den möchte ich euch jetzt hier noch geben. Und zwar gibt's nächste Woche den Bericht über die zweite Etappe der Wanderchallenge vom Niederösterreichischen Schlittenhundesportverein. Die wird am Donnerstag, am Feiertag stattfinden und da gibt's dann natürlich wieder den Bericht drüber hier im Podcast. Das Ganze wird sein eine circa 16 Kilometer lange Runde in Göstling an der Yps. Wird sicherlich eine interessante Strecke. Da sind ein paar Wasserquerungen, also Bachquerungen und so weiter dabei und sicherlich auch einige ganz nette Anstiege. Das wird also sicher eine interessante Runde werden. Weiß allerdings noch nicht so ganz genau, ob ich direkt live das Ganze dort auf der Strecke aufzeichnen werde oder ob es dann hinten nach sozusagen ein Review gibt, wie auch bei der ersten Etappe. Mal schauen, kann ich noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall Infos zu dieser Strecke dann geben. Ja, und der zweite Punkt, den es für die Zukunft noch gibt, ist geht eigentlich zurück auf einen Wunsch aus unserer Hörerschaft. Und zwar hat der Gabriel, zu finden unter GGAB im Netz, den Wunsch geäußert, wir sollten doch noch etwas mehr über die Schlittenhunde bringen. Ja, das habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen und habe mich mal bei uns im Verein ein bisschen umgehört und habe auch schon ein paar Leute gefunden, die da bereit wären, ein bisschen mitzumachen für eine Podcast-Folge. Da bin ich jetzt gerade dabei, das alles ein bisschen zusammenzustellen, Themen zusammenzutragen und mich mit den Leuten zusammenzusprechen. Also auch da wird's was geben. Also, lieber Gabriel, gedulde dich noch ein bisschen, aber ich hab's nicht vergessen, da kommt noch was. Und ja, was wird's sonst noch geben? Ich will auf jeden Fall irgendwann zwischendurch mal wieder eine kleine Technikfolge machen. Kann sein, dass ich die dann mit einem Wanderbericht auch noch kombiniere oder so, aber auf jeden Fall möchte ich euch noch ein bisschen ein paar technische Hintergrundinfos geben, zum Beispiel über Kartenmaterial wie OpenStreetMap und solche Sachen und generell dazu, mit was ich so unterwegs bin. Ich denke, das ist auch, wäre auch sicherlich wieder ein Thema, was wieder auf Interesse stoßen könnte. Und ich hoffe, dass ich damit dann auch wieder den einen oder anderen Nerv bei euch treffe. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr gerne hören wollt von mir, was ich mit einbauen soll in den Podcast, dann gebt's mir doch einfach Bescheid. Schreibt's in die Kommentare, schreibt's mir auf Google+, auf Facebook oder schreibt's mir E-Mails. Schickt's mir Audiokommentare, was auch immer. Ich freue mich auf euer Feedback. Das ist einfach immer schön, wenn man weiß, okay, man wird gehört und
es gibt da draußen wirklich Leute, die das auch interessiert. Also, auf geht's. Schreibt's mal euer Feedback oder sagt's mal euer Feedback, ganz wie ihr wollt. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne bin ich jetzt eh schon bei 40 Minuten angekommen in meinem Podcast für diese Folge und damit werde ich es jetzt mal gut sein lassen. Ist eh schon deutlich länger als die letzten Folgen und somit entlasse ich euch mal für diese Woche wieder aus dem Podcast und wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at